Hallo ihr Lieben, heute kommt der zweite Teil zu meiner kleinen Verlagsvorschau-Reihe und heute soll es um HarperCollins gehen, um den Mira Taschenbuch Verlag und um den Carlsen Verlag. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Wie immer, die Links zu den Vorschauen findet ihr unten in der Infobox, falls ihr da selber nochmal reingucken wollt. Denn wie auch in meinem letzten Video schon gesagt, es gibt bei den einzelnen Verlagen, die ja auch zusammengehören, wie zum Beispiel HarperCollins und der Mira Taschenbuch Verlag, die gehören ja eigentlich zusammen, sind aber Unterkategorien. Und ja, so gibt es bei den Verlagen verschiedene Vorschauen auch noch von anderen Unterkategorien. Ich kann mich nicht bei jedem Verlag mit jedem befassen, das wäre einfach zu viel und da gibt es einfach auch zu viele Sachen, die mich persönlich nicht ansprechen. Deswegen die Links nochmal unten in der Infobox, da findet ihr alle Verlagsvorschauen der einzelnen Verlage, die ihr auch selber nochmal durchblättern könnt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt los und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wir starten mit dem Mira Taschenbuch Verlag und der Mira Taschenbuch Verlag ist der Verlag mit diesem MTB-Logo vorne drauf. Und ich würde sagen, wir blättern jetzt einmal wieder durch die Vorschau. Die Seiten mit Werbung etc., Infos für die Buchhändler, die überblättern wir wieder und ich würde sagen, scrollen wir einmal los. Das interessiert uns hier wieder nicht. Kommen wir zum ersten Buch und zwar von Andrea Russo, Spätsommerfreundinnen. Sagt mir so gar nichts. Wie beim letzten Mal gilt auch, ich kann nicht zu jedem Buch irgendwas sagen, also vieles kenne ich auch einfach nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel in meinem Leben gelesen, schon ein bisschen was, aber jetzt noch nicht so viel. Und ja, Spätsommerfreundinnen ist bestimmt so ein Freundinnen-Familienroman, schätze ich jetzt einfach mal. Und es gibt hier ein Pistazienwürchen-Rezept da dazu. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr nähere Infos zu den Büchern wollt, dann schaut in den Links zu den Vorschauen vorbei oder googelt euch einmal durchs Internet, dann könnt ihr euch ja die genauen Inhaltsangaben zu den Büchern nochmal mit angucken. Dann haben wir ein royales Weihnachtsmärchen mit Herz und zwar Die Queen und ich. Ach, ein Corki, ist das nicht süß? Aus dem Leben eines königlichen Corkis. Ich muss ja sagen, ich finde Corkis total niedlich. Merkt euch Die Queen und ich, falls ihr solche niedlichen Hundegeschichten mögt. Ich finde, es klingt total süß. So, dann haben wir hier Hot von Lauren Blakely. Das ist der dritte Teil zu dieser Mr. O und Big Rock Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Reihenbezeichnung gibt. Ich glaube nicht. Und hier geht es jetzt wieder um einen weiteren Typen, den wir in den anderen Teilen schon kennengelernt haben. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich fand Mr. O und Big Rock ja gänzlich gut. Also so für Zwischendurchlektüre finde ich die Bücher super. Das sind keine Bücher, die einen extrem aus den Socken hauen. Aber mir haben die gut gefallen, die ersten beiden Teile. Und deswegen werde ich mir heute auf jeden Fall auch mit angucken. Dann haben wir Zuckerküsse und Lametta glitzern von Terry Candace. Ach, das ist ein weiterer Teil dieser, ach, wie heißt diese Reihe? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich kann euch diese Reihenbezeichnung gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich Neue Liebe in Sunshine Valley gelesen. War auch ein süßes Buch für zwischendurch, aber hat mich jetzt auch nicht mega umgehauen. Also es war schön, es war eine süße Geschichte, aber hat mich jetzt noch nicht dazu verleitet, hier irgendwie weiterzulesen. Auf jeden Fall kommt dann hier ein weiterer Teil im Oktober raus. Dann noch ein Hundebuch. Ein Mops kam in die Küche. Sitz, Platz und Plättchen. Okay, voll süß. Dann haben wir noch ein Hundecover. Guckt mal, hier ist voll das Hundethema. Und zwar vier Pfoten für ein Weihnachtswunder. Also ich habe Kleiner Streuner, große Liebe, habe ich schon mal gesehen, habe ich aber nicht gelesen. Also ich habe keins von den Büchern gelesen. Aber ich glaube, die sind eigentlich auch so niedliche, süße Geschichten mit Tieren. Dann haben wir von Linda Lale Miller einen weiteren Teil dieser Mustang Greek Reihe. Ewig ist das Glück für uns. Ich muss sagen, die Bücher sprechen mich schon an, aber ich habe auch noch keins von den Büchern gelesen. Ihr wisst, wie das ist. Neue Reihen anfangen ist gefährlich, weil wenn man die dann komplett lesen möchte, das dauert dann immer ewig. Und ja, ich habe mich jetzt erstmal der Mountain Creek Reihe verschworen, gewidmet, wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Deswegen fange ich jetzt nicht noch eine an. Aber ich glaube, die Bücher sind auch eigentlich ganz cool. Ja, also falls ihr sowas mögt, schaut euch das mal an. Dann haben wir hier das Weihnachtscafé in Manhattan. Ist bestimmt auch so eine süße, niedliche Weihnachtsgeschichte. Guck mal, ein einsamer Witwer, ein kleines Mädchen, das nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt und eine charmante Kaffeebesitzerin. Klingt doch irgendwie richtig süß. Dann haben wir von Sarah Morgan wieder ein Buch und zwar Verliebt für eine Weihnachtsnacht.
Das gehört zu diesen beiden Büchern hier, also schätze ich mal eine Reihe. Ach, hier steht Moonlight Over Manhattan ist der Originaltitel. Gut, ich dachte, es wäre eine Reihenbezeichnung. Aber nein, gehört auf jeden Fall zu diesen beiden Büchern hier. Ich habe ja auch noch ein Buch von Sarah Morgan jetzt hier, was ich auch mal lesen möchte. Denn ich wollte schon lange mal was von der Autorin lesen und bin gespannt, wie sie so schreibt. Und ja, falls es Fans unter euch da draußen gibt, dieses Buch erscheint auch im Oktober. Dann kommt auch im Oktober ein weiteres Buch von Nora Roberts raus, Weihnachten bei den McGregors. Klingt eigentlich auch ganz cool. Wie alles begann. Mhm. Gibt es da schon andere Bücher zu? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich mich mal erkundigen. Von Nora Roberts wollte ich auch schon ganz, ganz lange mal was lesen. Aber ich habe da auch Angst, wenn ich da einmal anfange, dass ich da in so einen Sog gerate und nicht wieder rauskomme. Falls ihr im Hintergrund im Übrigen Geräusche hört, das ist bei einer Waschmaschine. Sorry, aber ich musste heute noch Wäsche waschen und die ist mega laut. Es tut mir leid. Also lasst euch durch diese Pump- und Spülgeräusche bitte einfach nicht irritieren. Ja, es ist halt Waschmaschine. Ich glaube, jeder von euch hat eine zu Hause und schon mal gehört. So, und ja, also Nora Roberts kommt auf jeden Fall am 22. Oktober. Dann haben wir nochmal Nora Roberts am 23. November. Dein Herz weiß die Antwort. Spiel um Sieg und Liebe. Ja, also wie gesagt, Nora Roberts, irgendwann möchte ich mal was lesen, aber ich fürchte, das ist mein Untergang. Dann haben wir hier von Tanja Jans Dünen, Winter und Lichterglanz. Sagt mir so gar nichts, weder die Autorin noch der Titel. Aber für alle, die es kennt, erscheint am 25. November. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Dann, oh, das ist wieder ein schöner Titel. Oder hier oben, das ist wieder eine schöne Betitelung. Ein verruchter Gentleman und eine verlockende Unschuld. Oh, ey, Leute, ganz ehrlich, wenn ich sowas immer lese, könnte ich immer laut losbrüllen vor Lachen, ne? Weil das ist so... Ah, das klingt immer so nach Schundroman. Also sorry, aber das ist ne, in den 90ern und frühen 2000ern. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so als Schundromane bezeichnet werden, aber heute ist ja eigentlich alles New Adult. Und keine Ahnung, wie doch die ganzen Bezeichnungen sind, aber ja, wenn ich sowas lese, ne, dann, ah, da könnte ich immer mich wegkloppen vor Lachen. Ne? Das ist wie Entführt vom Highlander. Das ist so ein Titel, ne? Sorry, aber das geht gar nicht. Und wenn man dann noch so das Cover dazu sieht, aber das geht ja immer noch, finde ich. Aber wenn man sich die hier unten anguckt, ne, die sind schon... Reden wir nicht weiter drüber. Ist auf jeden Fall nicht meine Geschichte, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann haben wir hier Molly McAdams, From Ashes, Herzleuchten. Die erste große Liebe ist unvergesslich und diese Geschichte auch. Für Fans von Mona Kasten und Laura Kneidel. Aha. Na da. Wer Bock hat auf sowas, lest es. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wie bei vielen Büchern in dieser Verlagsvorschau, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann haben wir hier ein Buch von Susan Mallory. Es muss ja nicht gleich Liebe sein. Ach, das ist die Autorin. Okay, also hier unten diese Cover, die kenne ich auf jeden Fall. Die habe ich schon mal gesehen, aber habe ich auch noch nichts gelesen von der Autorin. Also, I have no idea what it is. Ja, erscheint auf jeden Fall am 29. November. So, dann haben wir Debbie McCumber, Der Winter der Wunder. Klingt eigentlich auch ganz interessant. Bestimmt auch wieder so eine süße, niedliche Geschichte. Schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal voll aus. Dann zwei Samtpfoten in Paris. Sagt mir jetzt auch so gar nichts. Wieder so eine Tiergeschichte. Dann haben wir Winter im kleinen Brautladen am Strand. Der kleine Brautladen am Strand, das ist diese Woche unten, ist ja jetzt erst erschienen. Und ich glaube, dass es eine richtig süße Liebesgeschichte ist. Ich habe es noch nicht gelesen, Der kleine Brautladen am Strand, aber es klang auf jeden Fall richtig, richtig süß. Und ja, ich denke auch, dass hier dieser zweite Teil oder weitere Teil dieser Reihe, was auch immer, bestimmt auch wieder richtig niedlich wird. Und hier steht ja auch die perfekte Liebesgeschichte, um sich an kalten Winterabenden vor den Kamin zu kuscheln. Könnte also wirklich was richtig, richtig Süßes sein. Dann haben wir hier von Linda Howard Das Flüstern der Gefahr. Das gehört dann wahrscheinlich zu dieser Reihe hier. Grandiose Mischung aus Action, Spannung und heißer Leidenschaft. Das ist dann wieder ein erotischer Liebesroman, gehe ich mal ganz stark von aus, wo der erotische Anteil auch wieder höher sein wird. Ja, dieses Buch erscheint auf jeden Fall im Dezember.
Dann haben wir hier Dirty Love, Ich brauche dich von Laurelyn Page. Sagt mir so gar nichts, weder das Buch noch die Autorin. Ich habe keine Ahnung, erscheint aber auf jeden Fall auch im Dezember. Dann haben wir von Linda Belago, spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Die Villa an der Elbe. Boah, das ist so ein Titel, der spricht mich ja so gar nicht an. So gar nicht, gar nicht. Erscheint aber auch auf jeden Fall im Dezember. Dann haben wir hier einen weiteren Teil von den Herren der Unterwelt. Ist das die Herren der Unterwelt? Ja, Herren der Unterwelt, Band 19, glaube ich, steht auf dem Cover drauf. Auf jeden Fall von Gina Showalter ein weiterer Teil dieser Reihe. Ja, diese Reihe steht auch noch auf meiner Wunschliste und ich möchte sie auf jeden Fall irgendwann mal lesen, aber ich muss erst ein paar Reihen beenden, bevor ich eine weitere Reihe von dieser Länge anfangen kann. Also, ich möchte nicht 100 Millionen Reihen angefangen haben. Ich versuche jetzt echt erstmal noch ein paar zu beenden, bevor ich neue anfange. Das ist so mein Ziel. Aber ja, die steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste. Dann haben wir Sandra Brown, Nur mit dir an meiner Seite. Ja. Drei aufregende Romane in einem Band. Ach, okay, das ist nicht nur Sandra Brown, sondern auch Rebecca Daniels und Linda Turner. Okay, das sind wahrscheinlich dann so drei so Kurzgeschichten. Ich kenne alle drei nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wer sie kennt, dieses Buch erscheint im Dezember. Dann schon wieder Nora Roberts. Ich glaube, der HarperCollins Verlag bringt ziemlich viel von Nora Roberts raus. Und zwar ist das, was mein Herz sucht, kommt im Januar dann raus, 2019. Dann haben wir von Susan Mallory, Familie ist, wenn man trotzdem liebt. Das sind, glaube ich, auch immer so niedliche, flippige, leicht witzige Liebesgeschichten, die Susan Mallory schreibt. Habe ich auch ehrlicherweise noch keins von gelesen. Habe ich aber auch schon ewig mal vor, aber naja, ihr wisst, wie das ist. Kommt aber auf jeden Fall auch im Januar raus, falls es Leute da draußen gibt, die es interessiert. Dann Neues Glück im Willow Cottage von Bella Osborne. Ein altes romantisches Cottage, das zu einer neuen Heimat wird. Ich finde ja so kleine, alte, urige Cottage, ne, die finde ich ja total süß. Wie in Liebe braucht keine Ferien, da wohnt ja Kate Winslet, ich weiß nicht, wie sie in diesem Film heißt, die wohnt ja auch in so einem kleinen, urigen Cottage und das ist total süß eingerichtet und so richtig alt und ach, ich mag sowas, ne? Also da bin ich echt ein Fan von und ich finde auch das hier auf dem Bild sieht voll süß aus. Also ja, könnte eine niedliche Geschichte sein. Kommt auch im Januar. Dann haben wir hier Tara Sievage, Zwischen uns die Sterne. Sagt mir auch so gar nichts. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir diese Vorschau hier vom Mira Taschenbuchverlag vorher noch nicht angeguckt und noch nicht durchgeblättert. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, was jetzt hier eigentlich kommt. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Naja, egal. Ihr werdet es mir bestimmt verzeihen. Ja, sagt mir ehrlicherweise auch so gar nichts, aber eine bewegende Geschichte über Reue, verpasste Chancen und Herzenswünsche. Klingt ja eigentlich nicht verkehrt. Zum besten Liebesroman des Monats gewählt auf Goodreads. Naja, dann schaut euch Zwischen uns die Sterne auf jeden Fall mal an. Dann Die Klosterbraut. Wieder so ein Titel, der mich so überhaupt nicht anspricht. So gar nicht, gar nicht. Aber wen es interessiert, erscheint auch ebenfalls im Januar. Dann haben wir von Robin Carr, Wenn das Glück erwacht. Kenne ich auch nicht. Also ich habe diese Cover hier schon mal gesehen vorher, aber das sind auch so Cover, die mich so gar nicht ansprechen. Ne? Also ich bin ja auch echt so ein richtiger Covermensch. Das ist schlimm. Ich lese mir, wenn mir das Cover nicht gefällt, auch oftmals nicht die Klappentexte durch, was oftmals natürlich sehr, sehr schade ist. Aber ja, ich würde das, denke ich mal, auch so in Richtung Familienliebesgeschichte stecken, schätze ich jetzt einfach mal. Kann natürlich auch sein, dass ich hier totalen Dünsels erzähle. Dann, sorry. Dann das Erbe des das Erbe der Leinsteins, Krönung der Herzen. Auch wieder so ein Titel, den ich so überhaupt nicht ansprechend finde, aber hier scheinen auch wieder drei kurze Geschichten drin zu sein, weil hier stehen ja drei Titel. Also, wer von euch das kennt und wen es interessiert, kommt auch im Januar. Ach ja, dann haben wir Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout. Was freue ich mich schon da drauf. Ihr wisst, ich werde von dieser Frau alles lesen und wo ich das hier gesehen habe, dass das rauskommt,
bin ich quietschend im Dreieck gesprungen. Hihihi. Ich freue mich schon so. Das ist auch wieder so eine erotische Liebesgeschichte von Jennifer Armentrout und kommt im Februar raus. Ich freue mich auf jeden Fall über Golden Dynasty und ja, ich freue mich, dass auch im Oktober die Wicked-Reihe dann jetzt mit übersetzt wird und dass im Oktober kommt ja noch die Deadlist raus über den Piper Verlag. Da freue ich mich auch schon mega. Also ich freue mich, dass jetzt bald wieder neue Bücher von Jennifer Armentrout übersetzt rauskommen. Muhaha. Ihr wisst, ich liebe, liebe, liebe diese Frau. Ja, dann haben wir hier den zweiten Teil zu Du bist mein Feuer. Seralina, hallo, sei gegrüßt an dieser Stelle. Hier kommt der zweite Teil zu Du bist mein Feuer und zwar Du bist alles von Isabel Ronan. Du bist mein Feuer habe ich ja gelesen. Ich fand das Buch ja grundsätzlich gut. Ich fand aber, es hatte seine Länge und es hätte eine ganze Ecke kürzer sein können. Da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, dass halt einfach ziemlich viel ins Detail gegangen wurde und ich fand halt auch diese Liebesschmalzkrams ein bisschen viel und ich hoffe, dass das im zweiten Teil ein bisschen besser ist. Ich meine, Du bist mein Feuer war ja auch das erste Buch, was die Autorin geschrieben hat und man wächst ja natürlich mit jedem Buch und mit jedem Schreibvorgang und deswegen bin ich jetzt mal auf den zweiten Teil gespannt und zwar dass das Du bist alles. Hier geht es um die beste Freundin von unserer Protagonistin aus dem ersten Teil und zwar heißt sie Kara. Und Kara hat einen Ex-Freund Cameron und die beiden lieben sich aber immer noch irgendwie und Kara weiß eigentlich auch gar nicht, warum er überhaupt Schluss gemacht hat und ja, darum geht es in Du bist alles und ich werde mir das Buch auf jeden Fall wiederholen und lesen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und ja, lassen wir uns mal überraschen und ja, ich weiß, dass Seralina sich auf jeden Fall auch schon freut. ja, kommt im Februar auf jeden Fall mit raus für alle, die es interessiert. Dann haben wir hier Stolzes Herz in Fesseln. Ach ja, das ist wieder so eine Geschichte. Ne? Ich glaube, da brauche ich nichts sagen. Ist nicht meins. Kommt im Februar. Dann kommt noch mal Fighting to be Free raus von Kirsty Mosley als Taschenbuch. Ah, okay. Ich habe das ja als Klappbroschur. Und jetzt kommt das Ganze nochmal als Taschenbuch raus. Ich kann euch nur sagen, dass diese Geschichte wunderschön ist. Ich liebe, liebe, liebe sie und kann sie euch allen wirklich nur empfehlen. Und ja, wenn ihr euch das Taschenbuch holen wollt, wartet bis Februar. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe, liebe, liebe. Dann haben wir von Annie Stone Limonadentage. Sagt mir auch so gar nichts, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Dann haben wir wieder Nora Roberts im Februar, wo Liebe wahr wird. Wie viel schreibt denn diese Frau? Ey, mal ehrlich, Leute, selbst wenn das alles übersetzt wird gleich oder nicht gleich, aber das ist echt schon krass, ne? Nora Roberts, wie viel diese Frau geschrieben hat. Richtig, richtig krass. Dann haben wir wieder so ein Buch. Julia Landon, Skandal in Mayfair. Das ist wie entführt vom Highlander. Das ist auch so ein Buch in die Richtung bestimmt. Oh, ich kann mich echt immer weghauen. Ich kenne ganz viele Leute, die sowas absolut gerne lesen, aber meins ist es glaube ich nicht. Dann haben wir Was in den Träumen steht von Caris Stanton. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Ein Muss für jeden Romantiker und für alle, die bei Petra Hülsmann und Mahiri McFarlane herzlichst gelacht haben. Eine Buchhändlerin, die jede Nacht von ihren Traumern träumt. Aber was passiert, wenn dir der Mann aus deinen Träumen plötzlich tagsüber begegnet? Okay, das könnte eine lustige Geschichte sein über die Liebe. Ich weiß es nicht. Sieht aber eigentlich so aus, als ob das ein bisschen so Chiclet-mäßig sein könnte. Und schon wieder Nora Roberts im März. Hallo, das wievielte Nora Roberts Buch ist das denn bitte in dieser Vorschau? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ach na, guckt mal, das ist so wieder so eine Geschichtensammlung. Nora Roberts, Theresa Hill und Kate Carlyle. Ja, drei Romane in einem Band. Seht ihr? Aber trotzdem schon wieder Nora Roberts. Meine Güte, was ist hier los? Überall Nora Roberts. Dann haben wir Susan Wicks. Für immer in meinem Herzen. Das sind, glaube ich, auch so süße, niedliche Geschichten über die Liebe und wie man sich verliebt und zwei Menschen, die zueinander finden. Und ja, ich glaube, das sind auch so richtig süße Geschichten. Habe ich auch schon immer mal mit im Auge gehabt, so mal so für zwischendurch zum Lesen, aber bin ich jetzt auch noch nicht dazu gekommen. Ja, ein weiteres Buch von Mac Cabot, aber bitte für immer.
Und das ist der dritte Teil dieser Reihe. Und ich muss ja sagen, dass mir Um die Ecke geküsst von McCabe's so von der Story her richtig gut gefallen hatte. Also das ist dieses hier unten mit dem niedlichen Frenchie, der da so hochguckt. Aber dieses Buch bestand nur aus E-Mails. Und ich glaube, auch der zweite und auch der dritte Teil sind in diesem Stil geschrieben, weswegen ich die weiteren Teile auf keinen Fall lesen werde, weil das war einfach so überhaupt nicht mein Fall, mit diesem E-Mail-Verkehr das Ganze zu lesen. Das war irgendwie, ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren, was ich echt schade finde. Deswegen werde ich aber bitte für immer leider auch nicht lesen. Aber wenn ihr sowas mögt, schaut euch die Bücher auf jeden Fall an. Ich fand die Story, wie gesagt, einfach echt richtig süß. Dann haben wir Kim Henry, Mühle mit Mehrblick. Auch so ein Titel, der mich überhaupt nicht anspricht. Aber es ist, kennt ihr das? Also manche Titel, die seht ihr, die lest ihr und denkt euch, ach nee, das ist eins von diesen Büchern. Das kann eine wunderschöne Geschichte sein, aber irgendwie dieser Titel allein schon, oh, nein, ist nicht mein Fall. Was eigentlich echt schade ist. So, dann haben wir, was, wenn der letzte Wunsch deiner großen Liebe ist, dass du eine andere heiratest. Das klingt schon wieder so nach tragischer Liebesgeschichte, ne? Ja, es fängt schon so an. Michael ist überwältigt. Ein Jahr ist es her, dass er seine große Liebe Hannah verloren hat. Ein Jahr voller Trauer. Ach ja, das geht so in Richtung PS, ich liebe dich, denke ich mal. Und ja, eine herzergreifende Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Also wer gern sowas liest Richtung PS, ich liebe dich, sollte sich das hier vielleicht auf jeden Fall mal mit anschauen. Das hier vielleicht auf jeden Fall, das war ein Satz. Leute, es ist schon spät, verzeiht mir. Dann kommt im März ein weiterer Teil von dieser Reihe raus von Lauren Blakely, und zwar You. Habe ich mir auch mit aufgeschrieben, freue ich mich auch schon drauf. Ist auch wieder so ein süßer, niedlicher Liebesroman für zwischendurch. Dann haben wir nochmal Sarah Morgan, Die Stunde der Inseltöchter. Sagt mir so gar nichts. Aber ja, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, Sarah Morgan möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das was für mich ist oder nicht. Und dann schauen wir mal, ob ich noch mehr von ihr lese oder halt auch nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Das ist die aktuelle Vorschau. Genau, nochmal so die ganzen Gedönskrams. Und wir kommen mal zu HarperCollins Jugendbuch. Hihi, ich freue mich. Genau dieses Buch erscheint im Dezember und ich bin schon so happy. Ja, blättern wir auch diese Vorschau einmal durch. So, das erste Buch ist von Adrienne Young, Das Herz der Kämpferin. Das Buch habe ich mir auch mit aufgeschrieben. Das klingt richtig, richtig gut und ich finde das Cover irgendwie richtig cool. Also mir gefällt das so mit diesem Gesicht, was im Schatten ist und dieser Axt. Also mich spricht das ja total an und ich habe mir dieses Buch hier auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Dann haben wir hier 5000 Gründe, warum ich dich liebe. Okay, alles klar. Wie gesagt, es hängt schon etwas bei mir. von Casey West. Humorvoll, sarkastisch, erfrischend und romantisch. Klingt doch eigentlich ganz süß. Dann haben wir hier Funkeln der Ewigkeit, der vierte und letzte Teil der Götterleuchten-Tetralogie. Ich bin schon so gespannt auf das Ende und bin so gespannt, was hier alles noch passiert. Der dritte Teil war ja so heftig, ne, was da alles abgegangen ist. Und ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und hier haben wir nochmal die ersten drei Teile. Dann Dark Elements erscheint im Taschenbuch. Also es gibt ja diesen Schuber und dann kommen jetzt die Hardcover nochmal als Taschenbuch auch alle raus, für alle, die es interessiert. Dann kommt der zweite Teil von Immerwelt im Januar raus. Ich möchte ja den zweiten Teil lesen, auch wenn der erste Teil mir nicht so gut gefallen hat. Ich möchte einfach wissen, wie die Geschichte ausgeht rund um Ten und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Auch wie gesagt, das Buch war jetzt nicht hundertprozentig meins und ich bin da immer noch mit sehr gemischten Gefühlen bei dieser Geschichte, aber bei mir ist die Neugier einfach zu groß, als dass ich nicht wissen möchte, wie es ausgeht. Ja, so ist das, ne? Wenn die Neugierde einen packt. Dann haben wir hier noch Broken Beautiful Hearts, Tief im Herzen von Cami Garcia. Sagt mir jetzt auch so gar nichts, aber hier steht, wer mitreißende, dramatische Liebesromane mag, kommt an Broken Beautiful Hearts nicht vorbei. Das perfekte Lesefoto für den Valentinstag und das Buch erscheint natürlich im Februar. Scheint, denke ich mal, dann auch so eine süße, niedliche Liebesgeschichte für Jugendliche zu sein. Dann kommt der dritte und letzte Teil der Legende der vier Königreiche von Amy Tintera raus im März.
Da freue ich mich auch schon mega. Ich fand die Legende der vier Königreiche, den ersten wie auch den zweiten Teil, wirklich richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die ganze Art und Weise der Geschichte einfach nur mega und ich bin jetzt echt gespannt auf den dritten Teil und freue mich da schon auf März. Und ich glaube, das war es auch schon mit der Jugendbuchvorschau. Die war jetzt echt mega kurz. Jetzt kommen wir mal noch zum Carlsen Verlag. Und bei Carlsen habe ich mir einmal die Taschenbuchvorschau rausgesucht und die Jugendbuchvorschau, den ersten Teil. Wobei ich bei der Jugendbuchvorschau mit euch auch nicht alles durchgucken möchte, weil die zweite Hälfte wirklich komplett nur Kinderbücher sind. Und Kinderbücher bin ich so gar nicht für. Ich verlinke euch aber wie gesagt alles unten in der Infobox nochmal. Also falls ihr da nochmal durchblättern wollt, dann klickt da einfach nochmal drauf und blättert selber nochmal durch. Aber wir starten jetzt erstmal mit den Taschenbüchern. Und Carlsen hat immer sehr viel Werbung und ja, hier haben wir Conny und der große Schnee, Eisprinzessin in Not. Ich überblätter mal alles, was so richtige Kinderbücher sind, weil das echt nicht meins ist. Ja, kommen wir mal hier zum ersten. Love, Simon kommt als Taschenbuch raus. Auch Immer gejagt kommt auf, als Taschenbuch raus. Ich glaube, das sind so Bücher, die ihr auch alle kennt. Dann ein Pferdebuch, Charlottes Traumpferd, kommt auch als Taschenbuch raus, das doppelte Christkind. Dann haben wir hier 33 Bogen und ein Teehaus. Sagt mir auch so gar nichts, ne? Aber ist, glaube ich, auch so eher so Richtung Kinderbuch, noch so ab 12 Jahren, ja. Das ist auch nicht so ganz mein Thema. Dann haben wir Morgen wirst du bleiben. Sieht eigentlich ganz interessant aus, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Ist auch ab 14 Jahren empfohlen. Nach einem tragischen Fahrradunfall findet die 17-jährige Jill nur schwer in den Alltag zurück. Okay, das ist also so eine Zurück-ins-Leben-Geschichte. Mag ich ja auch ganz gerne mal, immer mal. Also, ja, wenn ihr auch sowas mögt, dann schaut euch Morgen wirst du bleiben einfach mit an. Dann haben wir Fantastische Tierwesen, die als Taschenbuch rauskommen. Und noch ein Kinderbuch und noch ein Kinderbuch. Und Der Gesang der Nachtigall ist, glaube ich, auch ab 11 ist auch mehr Kinderbuch. Dann haben wir Honig, Kuckus, Kinder, auch ein Kinderbuch. Auch ein Kinderbuch. Also sorry, Leute, wenn euch die Kinderbücher interessieren, habe ich überblättert das jetzt einfach mal, weil meins ist es absolut nicht. Ja, Die Rote Königin kommt auch als Taschenbuch dann raus. Hier steht gar nicht wann. Ach doch, im Dezember. Ich bin ja froh, wenn jetzt der vierte Teil von der Roten Königin dann endlich mal erscheint im Oktober, damit ich diese Reihe auch beenden kann. Ja, Amans Geheimnis. Auch Kinderbuch. Auch Kinderbuch. Feenwelt in Gefahr. Fairies. Amethyst. Violet. Was? Ich kann das nicht mehr aussprechen. Entschuldigt, aber ich kann das nicht aussprechen. ich glaube aber, das ist der zweite Teil und das hier ist der erste. Okay, also der zweite Teil dann erscheint im Dezember, ist ab 14 Jahren. Okay, sagt mir also so vom Inhalt her gar nichts, aber ich kenne das Cover auf jeden Fall. Blood and Ink zwischen den Kulturen. Mali 2012, islamische Rebellen fallen in Timbuktu ein und etablieren die Scharia in der Stadt. Okay, Unterrichtsmodell, braucht uns nicht zu interessieren. dann haben wir hier William Wenton, ist auch so ein Kinderbuch. Ach ja, Opposition kommt als Taschenbuch raus im Januar. Der letzte Teil von der Obsidian-Reihe. Und ich glaube, dann sind wir auch mit den Büchern, die mich so interessieren, fast durch. Dann haben wir hier Fire, das ist der zweite Teil zu Spark. Und ja, der kommt auch im Januar mit raus. Und dann haben wir wieder ein Kinderbuch und ich glaube, es kommen jetzt auch nur noch Kinderbücher. Ich habe die Vorschau vorhin schon mal so halbwegs durchgeblättert. Ach nee, hier haben wir noch Am Ende der Welt wartet Magie. Ist auch ab 14 Jahren, ist auch der zweite Teil von Secret Elements. Hier drüben ist auch wieder der erste. Also falls euch das auch mit interessiert, schaut da auch im Februar einfach nochmal. Worte für die Ewigkeit, ich glaube, das kennen auch viele von euch, kommt auch im Taschenbuch raus im Februar. Und ich glaube, damit sind wir so mit den Spitzentiteln schon so halbwegs durch. Immer on Unterrichtsmodell. Kann uns auch nicht interessieren. Das ist jetzt auch nichts. Ach ja, These Broken Stars kommt als Taschenbuch im März. Unter den drei Monden. Sagt mir ja so gar nicht. Kennt ihr dieses Buch? Ich kenne es nicht. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Kommt auf jeden Fall im März mit raus.
Die Götter drehen durch. Auch wieder Kinderbuch, Extremismus, Feminismus, Populismus. Ja, das ist alles mehr so Unterrichtsstoff. Oh, meine Waschmaschine ist fertig. Ja, ich glaube, damit wären wir bei den Taschenbüchern auch schon am Ende. Das ist immer nicht ganz so viel, weil Carlsen ist ja auch ein großer Kinderbuchverlag. Und die sind ja so auf Kinderbücher spezialisiert, deswegen finde ich bei Carlsen immer nicht ganz so mega viel. Also wie gesagt, Taschenbücher war jetzt nicht so mega viel dabei. Kommen wir mal zu den Kinder- und Jugendbuchvorschauen Herbst-Winter. Jetzt kommen erstmal 100 Seiten Harry Potter. Wartet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 Seiten Harry Potter. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt nichts mehr sagen. Dann kommt ein Buch raus. Jede einzelne Zeile von Spiel der Macht ist wunderschön. Die Geschichte ist meisterhaft durchdacht. Das Dilemma der Figuren hat mich fasziniert und tief berührt. Ich will mehr davon. Und zwar hat das Christine Cashore gesagt. Das ist die Autorin von die... Wie heißt denn das? Die Berufene? Die Königliche? Die Flammende? Wie heißt denn der erste Teil? Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Die Autorin, die Flammende und die Königliche und die Berufene, glaube ich, ist der erste Teil geschrieben hat, hat das gesagt. Und ja, Spiel der Macht ist dieses Buch hier und ist wieder so eine Fantasy-Trilogie. Und ich finde, das klingt eigentlich auch ganz nice. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal rein, falls euch das Buch interessiert. Über den wilden Fluss. Dieses Buch gibt es auf jeden Fall schon. Das ist wieder nur so eine Special-Seite, die uns verwirren soll. Okay. Dann... Ach so, das... Ah, okay, das gehört hier irgendwie mit da dazu. Okay, alles klar, ich verstehe. Und zwar ist das... Ans andere Ende der Welt von Philip Pullman. Okay, und das gehört quasi zu diesen anderen Büchern hier oben. Wahrscheinlich so da dazu. Ja, ihr wisst, ihr seht, ich bin... bestens informiert. Nein, bin ich nicht. Ich habe mir das ehrlicherweise vorhin nicht nochmal angeguckt. Ich habe das halt jetzt so spontan mich entschieden zu drehen und ja, sorry, aber ich kann auch nicht alles wissen, ne? Aber das wisst ihr ja. Ja, dann haben wir hier wieder von Rick Riordan die Abenteuer des Apollo. Gehört ja mit so Richtung dieser Percy Jackson-Reihe. Ich muss sagen, Percy Jackson hat mir ja gefallen, aber ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, die ganzen anderen Reihen noch zu lesen. War nicht so 100% meins. Dann haben wir hier Wütender Sturm, der vierte und ich hoffe auch letzte Teil. Ach ja, genau, vierter und abschließender Band der Tetralogie. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit Mare oder Mare oder wie auch immer man sie jetzt aussprechen möchte, ausgeht. Nach dem Ende vom dritten Teil war ich ja schon ein bisschen genervt, dass das Ende so geendet ist, wie es geendet ist. Und ich dachte ja, der dritte ist der abschließende Band, aber nein, dann kam ja noch ein vierter, was mich auch ein bisschen genervt hat. Und ja, ich möchte mir den vierten Teil auf jeden Fall mit angucken und auf jeden Fall mit lesen. Zum einen, dass ich die Reihe beenden kann und zum anderen möchte ich natürlich wissen, wie diese Geschichte nun ausgeht. Ja, kommt auf jeden Fall im Oktober mit raus. Dann kommt im November. Ja, ich freue mich, hier steht Dezember. Hier steht erscheint im Dezember, aber eigentlich... kommt es, glaube ich, am 30. November raus, aber da der 30. November ja der letzte Tag ist im November, zählen die das immer schon mit zu Dezember. Ja, auf jeden Fall kommt das Spin-Off zur Obsidian-Reihe raus, Revenge, Sternensturm, und oh, ich freue mich schon so. In diesem Buch geht es um Luke, und jeder, der die Obsidian-Reihe gelesen hat, kennt Luke vielleicht noch, und ich fand Luke bei Obsidian schon so richtig, richtig gut. Und ja, ich bin jetzt so gespannt auf die Geschichte. Diese Geschichte spielt ja 4 Jahre nach Opposition und ich bin gespannt, was aus den ganzen Figuren geworden ist. Sie sollen auf jeden Fall wieder mit drin vorkommen und ich bin auf die Geschichte von Luke auf jeden Fall gespannt und ich freue mich da schon so. Ich bin da ja voll das Fangirl, ne? Also Jennifer Armentrout, ihr wisst, ich bin da total bekloppt nach dieser Frau. Dann haben wir Mitten im Dschungel, Allein im Urwald. Ich habe mir das den einen Tag mal durchgelesen, es klang eigentlich ganz niedlich, aber hat mich jetzt nicht so 100% angesprochen. Dann Jeder von uns ist ein Rätsel und ja, hier steht auch eine der schönsten und anrührendsten Liebesgeschichten der letzten Jahre. Unvergessliche Innenansichten eines Asperger-Mädchens. Ja, schauen wir mal. Kommt auf jeden Fall, ach, wann kam das Buch nochmal mit raus? Im
November auch 2018. Dann kommt der dritte Teil zu Ein Meer aus Tinte und Gold, die Schlacht um Wörter und Blut. Habe ich den ersten Teil nicht gelesen, soll ja auch jetzt nicht so mega gut gewesen sein. Kann ich demnach nichts zu sagen, ist auf jeden Fall der letzte Teil und ja, der erscheint dann im April 2019. Dann, Du wolltest es doch. Ich finde, dieses Buch klingt echt richtig krass. Das ist so ein Buch, was ich auf jeden Fall nicht lesen werde, weil ich glaube, diese Thematik nimmt mich sonst wieder zu sehr mit. Es gibt Bücher, wo ich von vornherein weiß, dass ich sie nicht lesen kann, weil ich sonst wieder nächtelang nicht schlafen kann. Und ich glaube, das ist so ein Buch. Also ich finde die Thematik echt, echt interessant und echt krass. Und ich finde das auch wichtig, dass man sowas thematisiert. Hier geht es um Jugendliche und es geht um sexuelle Gewalt. Und in diesem Buch geht es um ein Mädchen, die halt immer provoziert und es halt immer drauf anlegt. Und sie wird dann quasi kriegt sie auf einer Party Pillen ins Glas und sie wird dann in ein Zimmer gebracht und sie wacht mit zerrissenen Klamotten auf und ja, hier steht dann halt auch, dass ein Junge sie ins Schlafzimmer getragen hat und die anderen Jungs kamen hinterher und ja, die haben Fotos von ihr gemacht und was sie mit ihr gemacht haben, ich habe keine Ahnung, ich will es auch ehrlicherweise gar nicht wissen. Das sind so Themen, die wichtig sind, gerade für Jugendliche, aber mich persönlich nimmt das zu sehr mit. Also, ich kann sowas nicht lesen. Da kriege ich jetzt schon, da weiß ich jetzt schon, dass das, nee, ich kann sowas nicht lesen, das verkrafte ich nicht. Ich bin da echt zu sehr echt ein Weichei für sowas. Es ist, nein. Aber, ja, für alle, die solche Lektüre sich gerne mal mit angucken, sag ich mal, und sowas auch interessant finden, die sollten sich vielleicht, du wolltest es doch, auf jeden Fall mal mit aufschreiben und angucken. Weil hier steht, auf diese kämpferische, witzige, feministische Autorin haben wir gewartet. Vielleicht kann sie etwas verändern. Und ich finde, das klingt eigentlich doch ganz gut. Dann haben wir hier das Geheimnis des Schlangenkönigs. Das ist wieder eher so ein Kinderbuch, was rauskommt. Und dann die unglaubliche Untaten des Bermuda-Dreiecks. Ich glaube, jetzt kommen auch wieder nur noch so wirklich die Kinderbücher. Ich blätter mal so ein bisschen vor. Ja, es kommen jetzt nur noch Kinderbücher, glaube ich. Genau, hier haben wir noch Chicken House. Aber Chicken House ist ja auch mehr so die junge Jugendfraktion, so maximal bis 14, glaube ich. Ja. Das Exodus-Projekt von Jan Smith, das könnte vielleicht noch was für den einen oder anderen sein, ist ab 12 Jahren auch auf jeden Fall, also ja, ist aber denke ich mal eher so Richtung Krimi-Thriller für Jugendliche. Und ich glaube, Dance, Love, Learn, Repeat, das sieht auch schon wieder sehr nach, ich weiß nicht, aus, eher so nichts für mich. Zwei Autoren, zwei Perspektiven. Ah, oh, sowas finde ich immer sehr schwierig, ne? Solche Bücher, die können gut sein, die können aber auch echt am Thema vorbeigehen. Nennen wir es mal so. Das ist wieder so eine Übersicht. Weihnachtsaktion. Interessiert uns jetzt mal nicht Weihnachtsaktion. Das sind auch alles jetzt nur noch Kinderbücher, die jetzt kommen. Also so richtige Kinderbücher. Ja, genau. Jetzt kommen nur noch die Kinderbücher. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder hoch, weil Kinderbücher, wie gesagt, interessieren mich jetzt persönlich nicht und ich glaube, ihr alle, die hier auf meinem Kanal seid, seid jetzt auch nicht alle so große Kinderbuchfans. Wie gesagt, falls euch das doch interessiert, ich verlinke euch die Vorschau unten in der Infobox, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reingucken und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.